Es ist Sonntag, der 1. Mai und ich habe mich hier auf einem Reiterhof verlaufen. Ich werde schon direkt gewarnt, vorsichtig beiße. Und neben mir steht der Michael. Der Michael, der ist, was bist du hier? Der Besitzer, der Inhaber von dem Ganzen hier? Inhaber, genau. Inhaber, ne? Mit der Familie zusammen. Ja, genau. Du bist hier auf dem Reiterhof groß geworden oder was ist das hier? Nee, wir haben tatsächlich heute 9-jähriges Bestehen. Vorher war ja schon ganz früher mal Kühe mit Milchhaltung. Kenne ich nie mehr. Gemüsebau hatten wir. Irgendwann mal Schweinebetrieb, da ist auch noch die Erinnerung hängt noch an der Wand. Und ja. Vor 9 Jahren haben wir dann angefangen, hier den Betrieb von der Schweinezucht auf Pferdehaltung umzugehen. So, und jetzt wundert ihr euch wahrscheinlich, was hat das denn jetzt mit dem Thema Grobi und Heimkino zu tun? Wir haben uns entschieden, wir machen dieses kurz und knackig Video mal eben schnell, weil wir sind schon sehr lange in Kontakt und immer wieder hast du mir berichtet, dass du hier auf deinem Reiterhof ein Heimkino einrichten möchtest. So, und jetzt bin ich mal ganz spontan eben vorbeigekommen, hab das hier gesehen, was du mir hier ab und an mal auf kleinen Fotos gezeigt hast. Mich hat es gerade umgehauen. Dann haben wir gesagt, komm, wir nehmen die Kamera mal raus und dann zeigen wir das mal, weil die Besonderheit ist ja neben dem Reiterhof, der hier auch ziemlich gut besucht ist und du hast heute die Pferde rausgelassen, ne? Wie war das? Die sind irgendwie alle auf die Wiese gelassen worden. 1. Mai ist Weideröffnung, machen wir mal eine kleine Party. Ist ja gleichzeitig Geburtstagsparty. Ja, und das könnte eventuell dann heute Abend auch noch in einem Kino enden, weil dieses Kino bietest du auch für die Öffentlichkeit an, ne? Also hier für deine Gäste hier, ne? Genau. Und für deine, was ist das, Mieter sind das dann unter anderem, ne? Der eine oder andere guckt ja gerne mal einen Film, ja. Ja, genau. Also wenn ihr ein Pferd habt, ihr sucht noch eine Unterkunft und ihr möchtet in der Nähe von Nierst das Pferdchen unterbringen, weil Nierst gehört zu Meerbusch, ist auf der anderen Seite vom Flughafen, das kann man auch noch sagen, ne? Wir sind direkt am Rhein hier, ne? Genau, relativ nah an der Fähre Richtung Kaiserswerth. Dann seid ihr hier richtig. Komm, lass uns mal rübergehen. Wir gucken mal einfach mal. Also das war jetzt hier im Hintergrund, siehst du mal diese riesige Anlage. Und dann hast du da diese, was war das da? Das war eine offene Scheune oder was war das? Das war eine Werkstatt, Baujahr irgendwo, ich glaube 31, so raus. Der hintere Teil vom Schuppen ist auch 31 und danach im Krieg wurde nochmal der vordere Teil angebaut. Und das war eigentlich eine Ruine. Und wir haben dann angefangen nach und nach das Ganze zu sanieren, ja. Das heißt, das war eigentlich offen? Du konntest da deinen Trecker unterstellen oder konntest du alles machen? Genau, daneben war offen. Da hatten wir eine Dieseltankstelle und hier ist ein altes Kühlhaus von meinen Großeltern für die Marktwirtschaft gewesen. Wir haben die ganze Front rausgerissen und einmal komplett durchsaniert. Und, okay, lass uns mal reingehen. Also man geht jetzt hier rein. So, das ist jetzt hier die Partyzone und dann sehe ich hier direkt schon ein Schild und das ist ja auch eine geile Tür, ne? Wo hast du die Tür? Genau, die hat mein Schwiegerpapa mir besorgt. Die ist wohl irgendwo mal in einem Dönerladen, wo Döner herrlich wurde. So habe ich das verstanden. Der Vorraum von einem Kühlhaus als Desinfektionsraum. Also das ist jetzt nicht direkt eine Kühlhaustür, aber die habe ich halt gekriegt und die passt hier super rein. Und das Kino heißt The Expanse. Genau, ich mag die Serie ganz gerne. Ja. Und das heißt ja die Auslehnung. Ja. Ich habe gedacht, komm. Ja, wenn wir dann auf Leinwand gucken, das ist ja ein Raum hinter der Leinwand, ist das angekommen. Also hier findet dann der Vorfilm statt und jetzt geht's hier rein. Und dann habe ich also ganz schön geguckt hier. Wie gesagt, Fotos hatte ich gesehen und dann komme ich jetzt hier in dieses Kino rein. Ich werde euch nur ein bisschen zeigen, weil das ausführliche Video werden wir in Kürze machen. Also 8 Sitzplätze in der Größe hier, das ist schon ziemlich cool. Was hast du hier für eine ungefähre Grundfläche? 4,40 Meter breit oder 4,50 Meter Breite und eine Länge habe ich von etwas über 7 Metern. Ja, Lautsprecher da oben, das heißt 3D-Sound ist hier drin, für alles vorbereitet, ein JVC-Projektor. Dann hast du hier diese tollen Holzlösungen, die hast du selber gebaut? Genau, einerseits Optik, die Bretter waren noch übrig und ein bisschen diffus, also die sollen ein bisschen diffus noch den Ton streuen und berechnet sind die nicht, aber... Funktioniert. Optik funktioniert. Funktioniert. Genau. Was hast du für Lautsprecher hier? Klipsch ist es. Na guck mal, unsere Klipsch-Freunde sind wieder am Jubeln. Jawohl, die gibt es auch sogar in Schwarz und Anthrazit, sehe ich gerade. Genau, das Klipsch-Synergie heißen die. Ja. Hat eigentlich angefangen, dass ich hier in der Nachbarschaft ein Set gefunden habe und aus Verzweiflung oder einfach mal kurz entschlossen, ich nehme die mal mit. Und ja, darauf habe ich dann aufgebaut. Komm, lass uns noch mal ganz kurz ein Detail noch da oben sehen. Das ist ein Detail, das ist auch richtig cool. Da unten ist gerade ein vierbeiniges Detail. Ja, die haben wir auch jede Menge von. Ah ja, eine Menge von den Hunden. Das Detail da oben. Da oben sind, eigentlich sind das ja Rohre mal gewesen, nicht wahr? Oder? Ja, Wasserleitung. Wasserleitung, die aber keine Funktion mehr haben. Die sind tatsächlich neu gewesen und das ist dann halt meine Maskierung. Guck mal, er hat sich über die Wasserleitung eine Maskierung gebaut. Ist das hier ein Brett, was du dann da hast? Ja, ne? Das ist ein MDF-Brett. MDF-Platte und dann da oben über die Wasserleitung einmal durchziehen. Was hast du insgesamt für eine Leinwand, wenn du die ganz ausfährst? Von der Breite? 3,60 Meter Breite, 21 zu 9. 3,60 Meter?
Also, sehr cool. Wir werden uns nach der High-End wiedersehen und dann gehen wir mal ganz ausführlich das ganze Kino hier mal durch. Und ich finde das mega, dass du das also auch hier ermöglicht, dass dann hier deine Gäste auch mal den einen oder anderen Abend hier mit dir verbringen können. Also hier muss man nicht nur alte Western gucken, ne? Nein. Themenmäßig bist du breit aufgestellt. Wir gucken alles. Dienstags, Donnerstags ist hier grundsätzlich Kinoabend. Wir haben ein paar Männer am Stall von den Einstallerinnen. Die meisten Frauen reiten ja mittlerweile nur noch. Männer werden ja immer weniger. Aber die Männer, die treibt es hier rein und... Ja? Wird hier noch ein Bierchen getrunken oder zwei? Ja, das kann ich mir vorstellen, dass es hier saugemütlich ist. Genau. Okay, das soll es auch schon sein. Kurz und knackig haben wir gesagt, wir sind unter 6 Minuten. Mein Lieber, ich sage vielen, vielen Dank, wünsche euch noch viel Spaß. Es sieht noch eine Menge Party heute aus. Die Pferdchen fühlen sich auch ziemlich wohl da draußen. Und dann sehen wir uns wieder direkt nach der High-End. Das heißt, so ab Ende Mai, Anfang Juni bin ich nochmal hier. Gut, machen wir. Danke. Danke.